Hallo aus Lützerath, heute der dritte Tag der Räumungsarbeiten der Polizei in diesem Braunkohledorf. Und inzwischen ist die Lage doch viel statischer als noch in den 2 Tagen davor, wo die Polizei sehr schnell vorangekommen ist. Das liegt vor allem an der Tunnelanlage, die unter Lützerath von Aktivisten gegraben wurde. Die könnt ihr hier im Hintergrund den Eingang sehen. Das ist jetzt ein sehr schwieriger Eingriff für die Polizei. Man hat da jetzt erstmal mit dem THW die Luftzufuhr sichergestellt. Es gibt auch Kommunikation mit mindestens 2 Aktivisten, die dort unten sitzen sollen. Reingetraut hat sich die Polizei aber noch nicht, weil der Tunnel, da weiß man eben nicht, wie stabil das Ganze ist. Muss man jetzt sehr vorsichtig vorgehen. Auch ansonsten kommt die Polizei nicht mehr so schnell voran wie in den Tagen zuvor. Das liegt einmal daran, dass die Baumhäuser, die jetzt noch übrig sind, das sind so um die 12, deutlich höher liegen als die anderen, aber auch weil die Aktivisten sich hier sehr lange, das sind jetzt quasi die Profi-Aktivisten, die haben sich sehr lange auf diesen Einsatz vorbereitet und sind wild entschlossen, hier noch mindestens bis morgen auszuharren. Wenn dann in Sichtweite zu Lützerath Großdemonstrationen angekündigt sind, Polizei erwartet hier mehrere tausend, vielleicht sogar 10.000 Demonstranten, darunter ja auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Und das ist natürlich nochmal eine große Motivation für die Aktivistinnen, hier länger durchzuhalten, denn auch für sie ist es bei Wind und Regen und Kälte auch ein sehr anstrengender Einsatz. Insgesamt ist die Polizei aber sehr zufrieden, man kommt gut voran. Man hat auch begonnen mit den ersten Abrissarbeiten von Scheunen und Gebäuden. Viele Bäume sind gefällt worden und in den ganzen 3 Tagen hat man jetzt auch schon eine mittlere dreistellige Zahl von Aktivisten hier vom Gelände gebracht. Es sind jetzt noch etwa ein paar Dutzend hier, die eben ausharren. Insgesamt ist die Stimmung bei den Aktivisten, seitdem bekannt ist, dass dieser Tunnel existiert, wieder etwas besser, nachdem man gestern sehr ja, geknickt war, dass man doch so schnell die Stellungen abgeben musste. Jetzt dieser Tunnel hat noch einmal einen Push gegeben. Das habe ich auch in einem Aktivistencamp gehört, das in der Nähe von Lützerath ist, wo mehrere hundert Unterstützer kampieren. Und auch sie bereiten sich jetzt noch mal für die Großdemo morgen vor. Sie planen auch noch mal Störaktionen. Es kann zu Sitzblockaden kommen. Und sie wollen hier noch mal zeigen, warum sie hier sind und gegen die Abbaggerung dieser Braunkohle eben demonstrieren.